herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Hier ist Janan. Ja, ich habe mich seit 2 Monaten nicht gemeldet auf YouTube. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich hatte meine Gründe. Ich möchte euch hiermit auch mitteilen, was sich bei mir geändert hat, ernährungstechnisch. Und wie ich vorhabe, in Zukunft auch auf diesem Kanal für Rezepte zu veröffentlichen. Also ein bisschen hat sich meine Ernährung verändert. Und demnach wird sich auch mein Kanal natürlich anpassen. So, ich fange erstmal damit an zu erzählen, warum ich mich 2 Monate nicht gemeldet habe. Ich finde, man muss das Fleisch nicht, aber ich fühle mich verantwortlich dafür, weil ich viele, viele Anfragen von Abonnenten bekommen habe, was mit mir los ist. Einige haben sich sogar Sorgen gemacht, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht. Und ich habe auch nicht auf diese Fragen geantwortet. Deshalb möchte ich per diesem Video euch gerne antworten, weil einige sich anscheinend wirklich Sorgen machen. Das freut mich natürlich sehr. Also das zeigt mir das Interesse an meiner Person. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und sogar draußen werde ich manchmal angesprochen und erkannt, was mich total wundert. Und einige fragen, warum ich keine Videos mehr drehe. Anscheinend bin ich auf dem richtigen Weg und euch gefallen meine Videos. Ich habe mich sehr, sehr über das Interesse gefreut erstmal. So, deshalb möchte ich begründen, warum ich diese 2 Monate die Pause gemacht habe. Es ist eigentlich aus zeitbedingten Gründen gewesen. Ich musste diese 2 Monate sehr viel arbeiten. Einige wissen von euch vielleicht, ich arbeite freiberuflich als Marketingdozentin und ich hatte sehr viele Aufträge innerhalb dieser 2 Monate. Und der zweite Grund auch, dass ich zusätzlich noch eine Ausbildung mache. Das hatte ich auch schon erzählt. Ich habe eine Ausbildung als Heilpraktikerin angefangen und zusätzlich habe ich noch eine Ausbildung, was nur Gott sei Dank am Wochenende stattfindet, angefangen im Bereich Ernährungsberatung. Und das hat mich natürlich alles sehr viel Zeit gekostet. Also meine Ernährungsausbildung und meine Heilpraktikerausbildung laufen weiter. Ich habe meine Prüfung nächstes Jahr im Oktober für die Heilpraktikerprüfung und für die Ernährungsberatung brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit, sodass ich Ende 2020 oder vielleicht auch Anfang 2021 auch in diesem Bereich tätig sein kann. So, was ist mit mir passiert? Also ich bin normalerweise von Hause aus Diplomökonomin, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe viele Jahre in Unternehmen gearbeitet. Dann habe ich eine Familie bekommen und konnte nicht mehr Vollzeit arbeiten, sodass ich mich danach selbstständig gemacht habe. Man hat immer so gewisse Zeiten im Leben, gerade als Frau. So ab 45 habe ich mir überlegt, irgendwie, ja, das ist zwar dein Beruf, das hast du gelernt, das möchtest du aber nicht für ganz viele Jahre noch machen. Also mein Beruf hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr gerne Dozentin, das macht mir auch Spaß. Aber irgendwie bin ich von Hause aus eigentlich eine Ernährungsberaterin. Das mache ich sowieso privat und auf meinen Videos habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich, wenn ich Rezepte veröffentliche, immer auch Hintergrundwissen sehr viel euch mitteile und eigentlich mich mit Ernährung und Gesundheit sehr, sehr viel beschäftige. Und das ist sozusagen, ja, das, was ich eigentlich sehr, sehr lange machen möchte, habe ich mir überlegt. Deshalb habe ich entschieden, Ernährungsberaterin zu werden, aber nicht einfach so normale Ernährungsberaterin. Zuerst habe ich mir überlegt, ob ich das nicht studieren sollte, Ernährungswissenschaften. Aber dann habe ich mir so die schulmedizinischen Kenntnisse angeguckt, was nicht unbedingt meiner eigenen persönlichen Meinung entspricht, leider. Ich bin eher sehr ganzheitlich orientiert und deshalb besuche ich eine super Schule, was ganzheitlich orientierte Ernährungsberatung anbietet. Kann ich euch auch unten verlinken, falls ihr interessiert seid, und zwar in Berlin. So, und dann aber ist es bei mir so, ich mache das auch privat schon in meiner Familie, dass ich einfach Ernährungsberatung nicht nur alleine machen möchte, sondern einfach auch bestimmte Krankheiten mit Ernährung und mit Supplementierung heilen möchte. Und das mache ich schon in meiner Familie, habe schon angefangen und auch schon ziemlich erfolgreich. Und das hat mir auch irgendwie ein Selbstbewusstsein gegeben, dass ich wahrscheinlich auch ein Talent für sowas habe. Und deshalb habe ich dann entschieden, auch zu überlegen, ja, ich möchte Therapie anbieten, also nicht nur die Beratung. Aber Therapie kann man einfach in Deutschland nicht einfach so anbieten, was ja auch sehr gut ist. Also man darf die Menschen zwar beraten mit diesem Zertifikat Ernährungsausbildung, aber man darf sie nicht heilen und nicht therapieren. Und das darf man nur, wenn man eine Ärztin ist oder eine Heilpraktikerausbildung hat.
oder eine andere Art von Ausbildung, die sehr nahe kommt. Und deshalb habe ich entschieden, gut, Medizinstudium, das wäre jetzt zu lang in meinem Alter, dafür hätte ich auch nicht die Nerven und außerdem wäre das wieder die Schulmedizin, was nicht wieder meiner persönlichen Meinung entspricht. Und deshalb habe ich Heilpraktikerausbildung angefangen. So sieht es bei mir aus im Leben, meine Lieben. Deshalb habe ich auch sehr, sehr wenig Freizeit im Moment. So, nebenbei möchte ich natürlich YouTube nicht aufgeben, weil das ist einfach ja, mein Baby, dieser Kanal. Was mein Ziel ist, vor allen Dingen in Zukunft mit YouTube, ist, weil ich finde, Ernährung ist unsere Medizin. Und ich möchte einfach nicht nur mitteilen, esst das, 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 das wird euch gut tun, lasst das und das weg. Das sagen viele Ernährungsberater. Was ich persönlich sehr schwierig gefunden habe, war bei mir, ich habe also meine Ernährung umgestellt, habe auch in der Familie die Ernährung von einigen Familienmitgliedern umgestellt, sehr erfolgreich. Was dabei am schwierigsten war, gute Rezepte zu finden, die gut schmecken, die man auch gerne dann isst und satt wird vor allen Dingen. Das war das Schwierigste. Und deshalb möchte ich in Zukunft wirklich auch Rezepte veröffentlichen, die mit gesunder Ernährung zu tun haben, wo man auch Ernährungstherapie machen kann mit diesen Rezepten und so weiter, die ich dann auch, wenn ich jemanden berate, auch diese Rezepte per YouTube angeben kann, damit er noch nachkochen kann zum Beispiel. So viel erstmal zum Hintergrund meiner Person. Und ich möchte euch hiermit sagen, dass wirklich jetzt nur noch Rezepte kommen, die ich dann später auch in der Ernährungstherapie verwenden möchte vielleicht. Und einfach auch viele vegane Rezepte. Und, auf meinem Kanal werdet ihr natürlich auch einige Mischkost finden, aber ich achte darauf, dass es gesunde Mischkost wird. Aber mehr eigentlich auch vegane Rezepte, gerade in der türkischen Küche oder auch überhaupt so in der orientalischen Küche ist vegan sowieso immer ein Teil, ein großer Teil der Küche. Und ich möchte euch einige Empfehlungen noch aussprechen in meinem Kanal, falls es euch interessiert. So, und diesen Freitag habt ihr schon ein neues Rezept. Und zwar geht es einfach um eine gesunde Medizin. Ja, also weil jetzt die Erkältungszeit angefangen hat und ich möchte diesen Freitag euch eine tolle Medizin mitteilen gegen Erkältungen und was man machen kann, wenn man merkt, dass die Erkältung gerade so anfängt und alle anderen um uns sind krank. Das kommt diesen Freitag als nächstes Video. Also bis dann. Tschüss.